Und jetzt hin einmal zur Regenbogenfahne. Das einzige Video, was sozusagen ich noch nicht veröffentlicht habe, war dies, wo Manuel Mitters und die Janet die Regenbogenfahne zerrissen haben. Hier, so ungefähr, so eine mit einem Herz drauf. Ja. Und ich will jetzt zu dem Video jetzt mal vorab gar nichts sagen, gar nichts erwähnen, will euch so auch gar nicht beeinflussen. Ich werde sich jetzt unkommentiert einfach mal einspielen, das komplette Video von Anfang bis zum Ende. Das ist dann sozusagen jetzt die Premiere auf Videoformat bei CryptoTV. Und danach werde ich erst einmal sagen, was ich davon halte. Ja, vorher solltet ihr euch eure Meinung selbst uneingenommen von mir bilden können. Also sage ich jetzt nicht viel dazu, sondern spiele einfach mal das Video ein und bis dahin nachher sehen wir uns wieder. Also bis gleich, ich schaue jetzt mal auf meinen anderen Monitor. Und wir müssen jetzt da eine Zeremonie machen, es hat sich leider früher ein Fehler eingeschlichen, den großartigen Menschen aufgefallen ist und die das jetzt erklären wollen, wieso das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir das jetzt tun. Bitte. Hallo Wien! Ich hatte gerade einen sehr emotionalen Ausbruch und habe gesagt, diese Flagge hier kommt mir nicht auf die Bühne. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Symbolik. Und ich glaube, dass einige von euch auch hier wissen, was das Doppelherz zu bedeuten hat. Und ich sage nein, ich werde keine Kinderschänder akzeptieren und werde genau das Richtige jetzt tun. Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen unsere Kinder vor Kinderschänder schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich. Ich selbst möchte auch noch ganz kurz ein paar Worte dazu verlieren. Ich bin ja freier Journalist. Seit 5 Jahren in dieser Thematik drinnen, was Kindesmissbrauch, rituellen Missbrauch angeht. Und deswegen haben wir, und dieser Mann war selber nicht in Kenntnis, also er ist jetzt nicht das Feind hier, wir haben ihn nur aufgeklärt, was das mit dieser Symbolik auf sich hat. Ja, hallo Wien, jetzt weiß ich, warum ich hier heute stehe. Ich bin extra den Weg von Stuttgart hierher gekommen. Mir ist schon lange bewusst, dass auf diesem Aufbau ganz viel mit Kindern geschieht. Dass Menschen- und Kinderhandel das zweitlukrativste Geschäft nach dem Öl ist. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Fahne das Symbol dieser Individuen ist. Das sind keine Menschen. Das sind keine Menschen. Niemals nicht, wer sich an Kinder vergeht. Das ist doch schlimmer als jeder Politiker, der uns mit Corona Angst machen will. Individuen, die sich an Kindern vergehen, das ist noch viel schlimmer. Und ihr recherchiert euch. Ich habe dazu auf Sputnik News, die Russen sind die einzigen Medien, die darüber, was meine Arbeit betrifft, darüber berichten. Macht euch schlau über dieses Thema. Es ist grausam und es findet überall orts statt. Epstein in Amerika, in Deutschland zieht sich die Tutu-Spur bis nach Deutschland. Und bei uns in Sachen, ich darf den Namen nicht sagen, gibt es auch einiges, was aufgearbeitet gehört und nicht aufgearbeitet wurde. So, danke, das war's auch schon wieder. Bitte, klärt die Menschen auf. Geht raus, sagt ihnen, sie müssen auf Symbole aufpassen, achten. Meine Lieben, das ist unsere Verantwortung. Und jeder, der so ein Symbol trägt, unterstützt Kinderschänder. Da sagen wir was? Nein! Da sagen wir was? Nein! Da sagen wir was? Nein! Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, dies war jetzt notwendig, damit auch viele, die vorher nicht gewusst haben, wie diese Symbole arbeiten, das jetzt gesehen haben. Und das waren jetzt alles, bis auf der Herr aus Stuttgart, Menschen, die sich in Österreich schon lange dafür engagieren.
Uns ist das aufgefallen, wir wollen das nicht haben und wir werden das nie wieder zulassen. Bitte noch einmal den geistigen Applaus für Dr. Per Eifler und jetzt machen wir ein bisschen Musik. Dankeschön. Okay, so viel mal zu dem Video. Ganz unkommentiert von mir gewesen. Falls ihr noch ein bisschen Zeit braucht, darüber zu reflektieren, schaltet jetzt mal einfach mal auf Pause. Und ansonsten möchte ich jetzt vielleicht noch ein paar Sachen zu beachten geben. Also wie jetzt das jetzt da auf meinem Desktop, habe ich jetzt mal meinen Browser aufgemacht. Machen wir den einfach mal größer. Da seht ihr, ich muss mir da mein Getränk wegtun, dass Salzburg 24 da einen Bericht gebracht hat von einer anderen Veranstaltung, an demselben Tag nämlich. Dort in Salzburg der Christopher D-Day stattgefunden. Also am selben Tag, wo Manuel Mitters und die Jenny die Regenbogenfahne zerrissen haben, hat in Salzburg der Christopher D-Day, Christopher Street Day, genau, so ist richtig, stattgefunden. Und wie ihr seht, da gibt es einen Bericht. Und keine Ahnung, ob jetzt wirklich Manuel Mitters davon gewusst hat und ob die Jenny, das kann ich nicht beurteilen, werde ich auch nicht, ja. Man muss jetzt sagen, Christopher Street Day wird normalerweise so Ende Juni oder Juli in Amerika gemacht, ja. Wobei in Köln würde jetzt dann erst irgendwann in Oktober stattfinden, ja. In Salzburg hat halt genau an dem Tag stattgefunden, ja. Dann kann man jetzt sagen, das haben die anderen untereinander gewusst, ja. Ist ein blöder, dämlicher Zufall. Und deswegen möchte ich doch auch eben das Wort eben an die Veranstalter von Querdenken legen. Ich meine, ich habe euch erst an dem Tag wirklich kennengelernt, vorher habe ich nicht gewusst, wer wirklich da drinnen steckt, wie ihr genau seid. Zu dem Part, wie ich den kennengelernt habe, komme ich dann später. Jetzt möchte ich nur über dieses Regenbogenflaggen-Thema bleiben. Ja. Ja, es ist so, dass die Presse sich jetzt darauf stürzt, eine Regenbogenflagge, die Symbol für homosexuelle Menschen geworden ist. Seit Anfang, mindestens spätestens dann seit dem Christopher Street Day in Amerika. Die Fahne selbst, was für Christopher Street Day oft benutzt wird, schaut aber, wenn man mal ganz genau nimmt, ein bisschen anders aus als wie die da von mir, die was eigentlich nur als reine Peace-Fahne zählt. Ja. Das sind die violetten Farben und so ein bisschen in einem anderen Farbton, dass man sie doch noch ein bisschen unterscheiden kann. Ja. Und das mal das eine einfach, ja. Da muss jeder seine eigene Meinung jetzt mal bilden, wie blöd es laufen kann, dass man gerade an so einem Tag, wo in Salzburg so eine Veranstaltung ist, so etwas macht. Als investigativer Journalist von Manuel Mitters kann man zwar nicht alles wirklich im Kopf haben, was in jeder Stadt stattfindet, das kann ich auch nicht haben, möchte ich auch noch erwähnen. Ach ja, das Thema Pädophilie, ja, gehen wir einfach mal dahin, ja. Ihr habt es ja gesehen, warten wir einfach mal noch da, dann machen wir dies hier weg. Ihr seht es da noch, an meiner Wand, die Regenbogen, Spirale, ja. Ich habe da auch schon vor vielen Jahren, weil ich ja als Heilpraktiker viel gearbeitet habe, viele Heilsymbole in Holz geschnitzt, ja. Und das ist eines davon, was ich vor vielen Jahren einmal für mich selber gemacht habe. Auch Regenbogen mit Spiralen in beiden Seiten war mir wichtig, dass beide Seiten ausgeglichen sind. Mit grün-blau heilsame, schützende Farben. Zumindest, und das geht es auch nicht, eben, dass die Regenbogen und Spiralen an sich ein altes, schamanisches, heilpraktisches Wissen ist. Ja? Weil die Jenny ja auch in dem Video erwähnt hat, dass sie sich ja schon lange mit Symbolik und so allen Sachen beschäftigt und sich da gut auskennt. Und darum wird sie mir zu sicher auch zustimmen, dass die Spirale im schamanischen Bereich schon sehr viel für Heilpraktiken und generell als die Spirale als das Symbol der Galaxie an sich erachtet wird, wenn man ganz an die Wurzel geht, ja, an das, wo man sieht, dass das ganze Leben in der Galaxie
ein kollektives Multibewusstsein ist und wir deswegen aneinander achten sollen. Ja? Das will die Spirale sagen. Je nachdem, ob links oder rechts drehen, kann die Spirale absaugend oder eine gebende Energie sein. Ja? Warum spreche ich die Spirale an? Ja, schaut einfach mal daher auf meinen Monitor. Wenn wir mal das bestimmte Symbol ansprechen, was die Jenny gesprochen hat, was in pädophilen Zeichen unterwegs ist, dann schaut dieses Symbol hier so aus. Ja, also, dieses Symbol hat die Jenny gemeint, ist dieses pädophilen Zeichen, das man oft in vernehmlichen Firmenlogos oder auf Straßengraffitis findet, wo man Kinder verkauft auf den Straßen. Und damit, das hat sie mit dieser Fahne, was sie zerrissen hat, gleichgesetzt. Ja? Das ineinander verschachtelte Herz, also die zwei Herzen. Es geht immer um zwei. Das ist nicht das Symbol, wo es um Mädchenpädophilie geht, wenn es ums Herz geht. Ja? Wenn es zum Beispiel um Jungen gehen soll, dann schaut das Symbol so aus. Seht ihr, dann ist kein Herz, dann ist es ein Dreieck. Aber auch wieder zwei Dreiecke oder zwei Herzen. Wir sind in einer Spiralenform angeordnet. Ja, ja, okay. Ich bin auf der Demo auch mit der Fahne anwesend gewesen. Die habe ich mir am Rucksack umgeschnallt gehabt und die Fahne habe ich mir dann um den Rucksack so hinten drüber gebunden, damit der Rucksack mit der Fahne komplett verdeckt ist. Wie die Fahne zerrissen haben, ist mir echt schier geworden. Ich habe dann Angst gekriegt sogar. Ganz, dass mir die Leute mit Heugabeln und den Fackeln niederstrecken, aber mir sind die Alarmglocken sofort in den Bereich gekommen, wie schnell dann etwas, wenn sich einer was Gutes denkt, in guten Glauben was Gutes zu tun, ja, aber mit einem, durch Missverständnisse eines anderen, der eine Menschenmasse hinter sich scharen kann, dann demjenigen an den Hals setzt und dann etwas Gutes in Keim mit diesen Scharen erstickt. Und alle meinen es noch gut. Die Scharen, die was auf den einhocken, waren uns angeblich gut und der, was eingehackt wird, hat es auch gut gemeint. Und gewonnen hat dann wiederum die was uns gespalten haben. Passt auf, Manuel und Jenny, was ihr da zerreißt. Weil wie gesagt, ich spreche gerade die Spirale an in dem Zeichen. Primär schaut das Symbol so aus. Ja? Jagt bei mir jetzt dann auch, weil ich auf der Wand eine Spirale in Regenbogenform angebracht habe. Wo fängt die Grenze an und wo geht's los? Weil, wenn man mal die Fahne, was sie zerrissen hat, genau betrachtet, war das keine Spirale, sondern das Herz war ineinander verschachtelt und nicht in einer Spiralenform miteinander verbunden. Und nur dazu nicht zwei Herzen oder zwei Dreiecke von mir aus in der Regenbogenfahne, sondern es waren sechs Stück. Sechs Stück deswegen, weil sie die Farben des einzelnen Regenbogens ergeben sollen, die auf der Fahne sind. Also es steht das Herz für den Regenbogen, für nichts anderes. Bin mir sicher, dass ihr das übersehen habt, ob das eine Torschlusspanik oder eine Kurzschlussreaktion war. Ich glaube, dass das nichts Angemeldetes war, sondern spontan von euch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob von dir als erstes, Jenny, oder von Manuel. Aber von Anfang an beiden ist es, so wie es ich beobachtet habe, logisch Schlussfolgerung den Tag, mitbekommen habe, aufgefallen, dass einer von euch beiden eine Kurzschlussreaktion gekriegt hat, weil er die Fahne gesehen hat. Und dann auf einmal kurz zuvor vielleicht an pädophilen Sachen gedacht hat und sich geärgert hat, warum das Thema nicht gut durchkommt. Und ich finde das auch schade. Und skandalös, dass man das, die Kindesmissbrauchsfälle und alles, was in den Satanismusbereich auch reingeht, in den Medien so verschwiegen wird. Dafür haben wir auch schon oft genug eingesetzt und dazu auch schon eine Playlist erstellt, die zeige ich dann. Ja. Bleiben wir noch beim Thema von der Flagge. Wo hört dann der Unterschied auf, wenn es Regenbogen- und Spiralen-Symbolik-Verknüpfungen auch dann zu jagen? Oder nur mit Herzen? Geht es nur um das, dass wir dann nur die Mädchen dagegen sind oder dann auch die Buben, die in Dreiecken unterwegs sein müssen, leider, ja? Es ist zwar ungerecht, dass die Presse euch jetzt sagt, ihr habt was gegen Homosexualität ausgesprochen, dass ihr mit der Aussage,
ihr seid kein Teil mehr unserer Gesellschaft, wir schließen euch aus oder so, jetzt mal laut nach dem Gedächtnisprotokoll von mir, hast du so gesagt und für Jenny. Und das hat aber nicht bedeutet, dass du damit die homosexuelle Bewegung gemeint hast, sondern nur die Menschen, die was Kinder schenken, in jedweiliger Form auch immer, ob es ein Satanismus oder ein normaler, etwaig abschreckungswürdiger Kindesmissbrauch es sich handelt. Und mehr kann man euch auch nicht vorwerfen, wo es eigentlich nichts zum Vorwerfen gibt. Wobei ich doch sagen soll, das Zerreißen mit der Friedensfahne hat mich doch schockiert, das hätte ich schon sparen können, weil das hat jetzt viele Menschen erschreckt. Deswegen ist es einer der zwei Gründe, warum dann nach der Hälfte die Menschen die Demonstration verlassen haben. Weil viele haben schon gemerkt, dass da etwas falsch recherchiert ist über die Friedensfahne mit dem Herzsymbol. Da hat die Dunkelmacht auch viel Angst in uns erweckt. Und der zweite Teil, warum noch die Menschen gegangen sind, war dies mit den Reichsbürgern. Das ist nachher noch der Friedensflaggenmisere ansprechen werde. Ja. Da sind dann die anderen Menschen gegangen. Und wenn ihr nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen wollt, unnötig, bitte, ist das Video jetzt gerade wichtig, auch für euch Veranstalter, dass ich euch da auch noch etwas aufzeige, dass man etwas eben auch erst dann veröffentlicht, wenn man selbst noch recherchiert hat. Man muss sich echt auskennen, ansonsten zerreißen an die Leute. Ich mache das jetzt so lang, über Jahrzehnte mache ich jetzt das schon und Stolpersteine kann man gut vermeiden, wenn man vielleicht ein bisschen Orte für offen hat. So, ich schaue jetzt nochmal, ich mache jetzt nochmal einen Neustart bei der Kamera, weil ich kann nur so circa eine Viertelstunde aufnehmen. Dann muss ich die Kamera neu starten. Ich habe nicht so das tolle Equipment. Bis gleich. Okay, da bin ich jetzt wieder. Gut, also, ihr seht da eben auch noch im Vergleich das mit dem Herz, dass das so jetzt nicht stimmig ist. Es gibt noch ein zweites pädophilen Zeichen bei der Mädchenliebe, die schaut dann so aus. Viele haben dann ihre Logos dann umgeändert, nachdem das so bekannt wurde, wo eben solche nicht zu bestreitende Symbole wie diese und jene da für Kindespädophilie und allen schlimmen Sachen handelt, ja. Aber man darf noch nicht jeder gleich sagen lassen, weil jetzt zum Beispiel ein paar Schmetterlinge irgendwo benutzt oder so, es ist gleich MK Ultra. Das ist ein anderes Thema, will ich jetzt nicht genau groß erklären. Da gibt es auch viele Missverständnisse, wo gut die Friedensbewegungen den Schmetterling für den Symbol der Evolution benutzen wollen und dann von gut gemeinten anderen Aktivisten denunziert werden, weil sie es irgendwo Doku gehört haben, dass MK Ultra das Symbol des Monarchfalters benutzen, ja? Was unbestreitbar ist, aber deswegen kann man nicht alle, die den Schmetterling benutzen, dann gleich auch mit in dieselbe Schiene schmeißen. Versteht ihr, was ich meine? Okay, so viel eben da jetzt zu dem grausigen Thema. Und dass man, der Manuel auch in einem Statement gesagt hat, ja, das Peace-Zeichen, ja, mache ich einfach mal da auf, wird er auch missverstanden, weil da möchte ich ihm nicht widersprechen, hier zu sehen, dies, was hier wie ein Peace-Zeichen hier aussieht, ja, die Ur-Rune ist. Und die Ur-Rune, die steht eben für Tod, Ende und alles. Also für einen Menschen, der aufrecht gestolpert ist, am Boden liegt, ja. Es kann dann sinnbildlich für eine Idee stehen oder auch für eine körperlich-physische Sache, psychische Sache. Dafür steht das Ur in komplexen Überthema. Und zum Beispiel die Algis-Rune, die sieht so aus, ja, das Peace-Zeichen wurde aus einer Rune entlehnt. Wo man da noch von einer Theorie spricht. Allgemein muss man schon dem zustimmen, dass es sich um eine Rune handelt, nämlich um die Algis-Rune, den aufrecht stehenden Menschen hier, der was eben damit bis hin bildigt, er steht, er fällt nicht um, also mit dem ist alles möglich, er ist verbunden, die Armen zur göttlichen gestreckt, empfängt die vollkommene
Energie, Macht, Kraft und Talente und alles Mögliche, um alles umsetzen zu können. Steht eben so fürs Leben. Leben an sich für ihn oder für eine Idee. Nun gut, die Jenny sagt ja, sie hat sich viel mit Symboliken beschäftigt und alles, und auch andere wissen, ich hoffe auch sie, dass dies nun eben sich keine Symbole sind, sondern die Algis und die Ür sind Zeichen. Das hier sind Zeichen. Ja? Und erst dann, wenn man hier einen Kreis reinbringt, also dieses Zeichen in einen Kreis reinsetzt, sodass dann um dieses Zeichen hier oder hier, hier wie beim Peace-Zeichen, hier zu sehen auch, dann wird es wird dieses Zeichen zu einem Symbol. Und wenn es dadurch wird es zu einem Symbol, Symbolon, es bekommt dann eine bildhafte Gewalt, ja, in die Materie. Durch den Rand, dieser Kreis besteht aus einem runden Rand um dieses Zeichen herum und gibt ihm damit Dimension, ja, eine Fläche, eine Dimension, in der sie sich ausgebreitet hat. Und so schaut das Peace-Zeichen aus. Und darum habe ich auch hier auf meiner Fahne deswegen auch umgedreht. Hier mein Peace-Zeichen könnt ihr sehen, dass ich hier die Algis-Rune benutze, nicht die Ür. Aber wenn einer trotzdem noch dieses alte Peace-Zeichen wie hier benutzen würde, ja, würde ich dem nicht sagen, ich schließe ihn von der Gesellschaft aus oder sonst irgendwas. Aber wenn ich sehe, dass er dafür empfänglich ist für das Thema, würde ich es ihm vielleicht erklären. Aber da kann man auch nicht jeden gleich damit über die Tür stolpern mit diesem Thema. Und das will ich damit auch jetzt meinen. Dieses Thema hat jetzt kurz dabei einmal auf der Corona-Veranstaltung nichts verloren, das pädophilen Thema. Obwohl es so wichtig ist. Denn jetzt geht es darum, dass die Menschen alle, auch die, was nachher durch sowas verschreckt und verzweifelt werden, müssen wir jetzt bekommen, ja, dass sie sich mitbewegen auf solchen Demos. Und wir haben ja so viele Leute durch den verschreckt, was gut dabei gestanden waren. Ihr habt es ja gesehen, es sind noch weniger Menschen da gewesen auf der Demo. Es muss jetzt primär gehen darum, um die Maßnahmen, die jetzt falsch eingesetzt worden sind. Die will jetzt auch nicht groß aufklopfen, die habt ihr ja im Video gesehen. Ja, somit, glaube ich, habe ich mal das Thema mit der Flagge durch. Jetzt kommen wir zu den reichsdeutschen Thema, was der Samuel Eckert durchgebracht hat. Diese Video werden wir also gar nicht veröffentlichen, so wie ich sie jetzt mit der Regenbogenfahnen-Desaster-Video gemacht habe. Entschuldigung, wenn ich das Regenbogen-Desaster-Video nenne. Es kommt so spontan aus mir heraus. Ja, okay, also mit zum zweiten Teil sehen wir uns jetzt dann, wo es um den Auftritt über die Reichsbürger geht und den zweiten Skandal, der dann den Rest der Teilnehmer auf der Demo von der Demo bewegt hat, sodass dann nicht einmal ganz die Hälfte sogar anwesend waren, nach der Hälfte der Demo. Also dann bis gleich.